Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog. Ich wollte es mal probieren zu vloggen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappen wird und wie gut es klappen wird, aber probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Also wir haben jetzt Herbst und ich war in der Stadt. Es ist ganz tolles Wetter, die Sonne scheint. Es ist ein bisschen kühl so von der Luft, aber man kann herrlich spazieren gehen und ja, die Blätter verfärben sich so langsam. Und ich wollte ganz gerne einen herbstlichen Vlog mal aufnehmen. Ich muss mal die Bilder alle auswerten und gucken, ob das geklappt hat. Auf jeden Fall war ich am Friedhof und wollte euch ein bisschen so die Gegend zeigen, in der ich wohne. Das ist ein kleiner Ort, Murnau am Staffelsee heißt er in Bayern. Und der Friedhof ist einer meiner Lieblingsplätze hier, muss ich sagen. Ich kannte den Friedhof schon, bevor ich hierher gezogen bin. Wunderschön gelegen auf dem Berg. Und man hat eine herrliche Aussicht in die Berge und so ein bisschen auf die Stadt. Und ich war mit meiner Kamera auf dem Friedhof spaziert bis zum Gabriele Münter Grab. Tatsächlich bin ich ja öfter auf dem Friedhof und werde öfter von Touristen und Touristinnen eben gefragt, wo ist denn das Münter Grab? Und es ist nicht ausgeschildert, deswegen wissen es die Leute nicht. Jedenfalls gehe ich da dran vorbei und zeige euch das. Und das Besondere ist, man kann also von ihrem Grab, wenn man so übers Tal blickt, auf der anderen Seite, wo eben auch ein Berg ist, also Hügel ist, kann man das Münterhaus sehen, das man hier besichtigen kann in Murnau. Und mir ist eben aufgefallen, dass die ganzen Bäume drumherum, dass es immer höher wird, die Büsche, und das ist natürlich, sind halt Privathäuser mit Privatgärten und die Leute können da pflanzen, was sie wollen, aber es wird halt immer höher und die Aussicht wird halt immer ja, geringer. Und ich finde das irgendwie schade, dass das Grüne, was ja sowieso hier überall drumherum ist und ja, im Grunde genommen ganz toll ist, dass es aber immer höher wird und dass man immer weniger Aussicht hat. Und das ist mir wirklich jetzt aufgefallen, weil ich gefilmt habe und das dann auf den Bildern so sichtbar ist. Also im Vergleich zu vor 2, 3 Jahren ist es sehr viel zugewachsener. Finde ich irgendwie schade, aber so ist es dann halt. Ansonsten war ich in der Stadt, wollte da auch ein bisschen filmen. Das war nicht so ganz einfach, denn mir ist aufgefallen, dass viele Menschen mich anstarren, wenn ich halt mit einem Handy rumlaufe. Ja, in die Kamera sprechen, da wird man noch mehr angestarrt. Ich finde es ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Deswegen habe ich es irgendwann gelassen. Also ich glaube, das wird nichts mehr mit Kamera durch die Gegend laufen und reinsprechen oder so. Das, ich muss mal schauen. Vielleicht, wenn man ganz früh unterwegs ist, ganz früh am Morgen und nur wenige Spaziergänge unterwegs sind. Ja, ansonsten mal schauen, was mir noch alles einfällt, weil ich möchte das Video ein bisschen länger haben als jetzt nur ein Stadtspaziergang. Und ja, vielleicht fällt mir was mit Büchern ein oder ich habe eine Idee für etwas zu stricken, etwas Neues.
Mal schauen, vielleicht kann ich das alles realisieren und in diesen ersten Vlog packen. Also ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und bis demnächst. Willkommen beim Bücher aussortieren. Wie ihr sehen könnt, ich stehe hier vorm Bücherregal. Das ist sehr, sehr voll und ich habe sogar ein zweites, das ist das hier. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht nur um dieses obere Regalbrett. Das sind nämlich Bücher, die ich gelesen habe. Manche habe ich in letzter Zeit gelesen, also dieses Jahr beendet. Und einige sind sehr, sehr alt und schon lange bei mir. Und die habe ich auch gelesen. Die möchte ich natürlich nicht weggeben. Aber jetzt geht es einfach nur darum, hier aus diesem Regal Bücher auszusortieren, die ich gerne verkaufen oder verschenken oder weggeben möchte. Denn ich möchte nicht zu viele Bücher behalten. Ich habe nämlich noch ganz viele Bücher, die ungelesen sind. Alle, die ihr hier sehen könnt. Diese drei Regale sind ungelesen. Ich weiß, es ist sehr viel. Und hier geht es nochmal weiter. Das ist auch alles ungelesen. Also, lasst uns loslegen. Ich sehe auch gerade schon einen Kandidaten zum Aussortieren. Die neueren Bücher, die gut in Schuss sind, werde ich versuchen zu verkaufen. Und zwar werde ich das hier versuchen zu verkaufen. Das ist relativ neu. Es hat mir nicht so gut gefallen. Es ist kein schlechtes Buch, aber. Naja, Junge mit schwarzem Hahn von Stefanie vor Schulte. Also das kommt jetzt erstmal weg. Dann habe ich ein weiteres Buch, das werde ich höchstwahrscheinlich meiner Mutter ausleihen. Die liest nämlich auch ganz gerne. Ich werde sie aber fragen, ob sie das haben möchte. Und zwar von Alina Bronski, Barbara stirbt nicht. Kann also auch weg. Und ein weiteres Buch, Dankbarkeit von Delphine de Vega. Kann auch weg. Das werde ich vielleicht auch versuchen zu verkaufen.
Ich glaube nicht, dass ich es meiner Mutter ausleihen werde. So, und jetzt geht es hier weiter. Das sind also die Bücher, die ich in diesem Jahr, ich hoffe, das Licht ist okay, in diesem Jahr gelesen habe. Da werde ich dieses hier aussortieren. Donald Ryan, Die Stille des Meeres. Es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es gehört zu den Büchern, die ich halt ziemlich sicher nicht ein zweites Mal lesen werde. Es gab mehrere kurze Geschichten, die sich dann zu einer vereinen am Ende. Und es geht um drei Männer. Und der erste Mann, das ist ein Flüchtling aus Syrien, der übers Meer im Syrien verlässt. Und das fand ich also hochemotional, unglaublich gut beschrieben. Und ich hätte sehr, sehr gerne diese Geschichte weitergelesen, aber das geht ja dann mit anderen Charakteren weiter. Von daher werde ich dieses jetzt hier aussortieren. Es tut mir ein bisschen leid drum, aber wie gesagt, ich werde es nicht nochmal lesen. Also darf es auch hier nach unten, eine Etage tiefer. Und ihr seht, Ziel ist es, hier in diesem Regal ein bisschen Platz zu schaffen, damit dann noch mehr Bücher rein können, die ich gelesen habe, die ich gut fand. Und ja, so baue ich dann nach und nach ab. Ja, dann sehe ich hier ein weiteres Buch. Das war ein Geschenk. Eigentlich sollte ich keine Geschenke weggeben. Aber es ist auch ein Buch, das mir gut gefallen hat, von Benedict Wells Heartland. Es war für mich eher so eine Art Jugendbuch. Von daher darf das auch weg, obwohl ich es wirklich sehr, sehr gern gelesen habe. Ich kann es auch empfehlen. Es spielt in den 80er Jahren in den USA im ländlichen, ich glaube Missouri war das. Und ja, es geht um das Schicksal oder das Leben eines Jugendlichen dort. Ja, dann haben wir hier Marco Balzano, würde ich auf gar keinen Fall weggeben. Das hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Kent Harrow würde ich auch nicht weggeben. Da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr lesen. Und hier kommt schon das nächste, nämlich von Amelie Nothomb. Klopf ein an dein Herz. Klopf an dein Herz. War okay. Also ich habe schon von ihr Besseres gelesen. Ich glaube, das darf auch weg. Vielleicht leicht es auch nochmal aus oder so. Mal schauen. Also, dann kommt nochmal ein Buch, das ich eher so als Jugendbuch bezeichnen würde. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr spannend. Hitze von Victor Jaster. Wird wohl jetzt verfilmt werden, aber wie gesagt, das ist ein Jugendbuch. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt ja, behalten muss. So, und dann schauen wir mal weiter. Hier sind meine zwei Bücher von Elisabeth von Arnim. Die behalte ich auf jeden Fall. Ja, das sind also ältere Bücher, die ich mal gelesen habe. William Golding, Lord of the Flies oder von Shakespeare habe ich einiges. Julius Caesar und Hamlet und Jane Eyre habe ich hier auch. Und eine kommentierte Ausgabe von The Adventures of Huckleberry Finn. Dann habe ich ein ganz tolles Buch, Die Farbe von Milch. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr häufig besprochen worden. Das darf auf jeden Fall bleiben. Ja, The Great Gatsby, was man halt so im Regal stehen hat. Das hier ist immer noch ungelesen, deswegen bleibt es auf jeden Fall hier. Vom Aufstehen von Helga Schubert würde ich auf gar keinen Fall weggeben. Ja, Catcher in the Rye. Bergland hat mir unheimlich gut gefallen, darf hier bleiben. Dann die Trilogie. Ich habe immer noch nur diese zwei gelesen von Tove Ditlevsen, Kindheit und Jugend. Ja, das hier hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, darf auch bleiben. Julie Estève, Ich Antoine. Und ja, das hier definitiv ein Jahreshighlight für mich, An das wilde Glauben von Nastassja Matin. Und Chloris ebenso habe ich sehr genossen. Und hier ganz in der Ecke nochmal eine Ausgabe Mark Twain, Huckleberry Finn. Nochmal Pride and Prejudice.
Ja, und alles andere darf jetzt erstmal hier bleiben. Und diese Bücher, die hier jetzt sind, die werde ich aussortieren, damit, wenn ich was Neues lese, es dann nach oben ins Regal darf, wenn es gut ist. Das ist jetzt gerade aktuell, das lese ich momentan von Bernhard Schlink, Abschiedsfarben. Und ich lese auch noch, hier unten ist es von Kenneth Bonard Toronto. Das sind so zwei Kandidaten, die ich höchstwahrscheinlich behalten werde, weil das sind schon so Jahreshighlights. So, genug aussortiert für heute. Ich hoffe, ich kriege die Bücher verkauft und ja, es würde mich freuen. Beziehungsweise ausgeliehen oder weggegeben. Also, ich habe mich jetzt doch entschieden, etwas zu stricken. Ja, irgendwann muss ich ja anfangen. Ich habe schon lange nicht mehr gestrickt und das liegt halt leider daran, dass ich den ganzen Tag von Wolle umgeben bin und viel mit Wolle arbeite und ja, Wolle färbe und verschicke und verpacke. Und da will man eigentlich in der Freizeit mal was anderes machen und sehen und fühlen. Und es fällt mir zunehmend schwer, für mich persönlich, also irgendwas zu stricken. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ein Projekt in Angriff zu nehmen, das machbar ist, das nicht so groß ist. Und zwar geht es um Stulpen, also Handstulpen. Der Winter ist ja praktisch fast da, obwohl heute die Sonne scheint und wir haben, ich glaube, 12, 13 Grad ungefähr. Aber es gibt eine neue Anleitung von der Annie und zwar sind das die Sissy Mittens. Ich werde euch die Anleitung unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch die anschauen und wenn ihr möchtet, mitstricken. Mal schauen, wie weit ich komme. Wahrscheinlich nicht sehr weit, aber zumindest habe ich einen Anfang gemacht. Und ja, die Anleitung habe ich schon ausgedruckt. Die liegt jetzt hier vor mir. Und ihr braucht dazu ein paar Stricknadeln, Größe 3 mm. Und was ich aber mache, wenn ich anschlage, ist immer eine Anleitung mit 3 mm zum Beispiel, dass ich dann mit einer 4 mm Nadel anschlage. Das sind also ein paar Nadeln, die ein bisschen dicker sind. Dann fällt mir das ein bisschen leichter. Und die Wolle, die ich benutze, ist eine braune Wolle. Ich dachte, das ist ganz gut, weil die Stulpen sind ja quasi in der Hand, auf der Hand die ganze Zeit, werden leicht dreckig. Und es ist natürlich einfacher, dann eine Farbe zu nehmen, die ein bisschen dunkler ist. Also das ist ein Rest, den ich noch habe. Das ist eine Wolle aus Merino, Nylon und Yak. Und das ist besonders warm mit der Yak-Wolle. Und ich weiß nicht, wie ihr den Anschlag macht, ob mir überhaupt jemand zuschaut, der hier auch strickt. Aber ich mache den immer so. Und dann mache ich die Nadel hier rein. Und schon habe ich zwei Maschen. Und ja, ich schlage jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich werde ein bisschen vorspulen, sonst müsst ihr euch das die ganze Zeit anschauen.